Ananaspflanze vermehren bzw. eigene Ananaspflanzen ziehen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Hallo. Kerstin, Gartenmonis Tochter, und ich habe mir heute den Andi mit dazu geholt, weil der nämlich Hi. ein Spezi auf diesem Gebiet ist. Ich habe ja eine Mini-Ananas. Ich halte die hier gerade fest, weil ich habe die nämlich schon abgeschnitten, bis uns da eingefallen ist, wir müssen unbedingt ein Video für euch machen, weil ich wollte diese Pflanze eigentlich nicht selber vermehren, weil, wie ihr hier sehen könnt, hat die hier schon kleine Ananas-Babypflanzen und wollte halt die einfach weiter verwenden. Jetzt ist nämlich die hier reif geworden, die hat sich dann schon verbogen, die war jetzt ganz schief gehängt und trocknet hier unten auch ein, und irgendwann muss man die dann in dem Stadium eben abschneiden. So, jetzt habe ich die hier gehabt, habe gedacht, Mensch, ich kann die nicht wegwerfen, da bin ich wie die Moni, die kann auch immer nichts wegwerfen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann pflanze ich sie halt ein, dann habe ich halt noch eine Ananaspflanze. Und jetzt wusste ich aber nicht, wie ich da rangehe. Dann habe ich meinen Andi gefragt, weil er hat es nämlich geschafft, aus einer großen Ananasfrucht eine komplett neue Pflanze zu ziehen, die wirklich riesig geworden ist. Und dann hat er losgelegt und mir erzählt, auf das musste achten. Und so, Moment, stopp, da machen wir jetzt ein Video draus, weil das interessiert euch bestimmt auch. So, Andi, also ich habe die jetzt hier abgeschnitten. Hier hängt jetzt noch so ein Stück dran. Ich tue jetzt mal die Hauptpflanze auf die Seite. Jetzt habe ich hier die komplette Frucht unten dran, diesen kleinen Zipfel, würden wir in Franken Strunk sagen, oder den so, Strunk. ja. Genau. Und hier oben kommen die Blätter raus. Wie gehe ich jetzt hier vor, damit ich die einpflanzen kann? Ich kann sie ja bestimmt nicht einfach so komplett reinpflanzen. Das stimmt. Also, es ist folgendes. Ich muss noch dazu sagen, meine Ananas hatte ungefähr einen Durchmesser von fast 2 Metern. Also, ich wusste gar nicht mehr, wo ich Wahnsinn. die hinstellen sollte. Und das Interessante war, sie hat die ganze Zeit auf der Nordseite gestanden. Also, das war das, ich habe eigentlich nie damit gerechnet. Auf einem Schlag gab es eine Blüte und da war eine Frucht da. Ich dachte, wo kommt die denn her? Und naja, die Frucht war auch recht groß. Also, die war, ja, so die Größe ungefähr, so 10 cm hoch. Und die hat richtig gut geschmeckt sogar. Also ich habe nie damit gerechnet, dass auf der Nordseite, die stand kühl, die war nicht warm, gar nichts, war schon eine schöne Frucht dran. Und da habe ich mir gedacht, wow, hat sich rentiert auf jeden Fall. Hat aber eine Weile gedauert, gebe ich zu. Es war knapp nach 4 Jahren oder so, war dann die Es Frucht war dann lang, dran. Ja, ja. es war lang. Und ja, jedenfalls hat jetzt Kerstin mich gefragt, wie ich das damals gemacht habe. Und das möchte ich euch jetzt erklären. So, also ich habe jetzt hier meine abgeschnittene Frucht mit den schönen Haaren, mit der schönen Frisur oben dran, Ja. mit der im Prinzip ja neuen Pflanze. Du, bei dir war es ja so, du hast ja so eine große Ananas gehabt, aber ich denke, bei dieser kleinen funktioniert es genauso. Wie bist du jetzt da vorgegangen? Ja, weil du gerade gefragt hast, diese kleine Zwergananas dürfte überhaupt keine Schwierigkeiten machen, weil die Pflanze ist ja nicht für den Verzehr gedacht und auch nicht für den Transport. Was einen Unterschied machen könnte, ich habe mehrere Versuche gemacht, einige sind fehlgeschlagen und der einzige Unterschied darin lag, dass meine Ananas aus dem Bioladen kam, bei denen hat es funktioniert und bei denen aus dem Supermarkt hat es nicht funktioniert. Es Naja. könnte daran liegen, dass die entweder zu kalt gelagert waren oder dass die bestrahlt worden sind und damit diese Keimfähigkeit der Wurzeln zerstört worden ist. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, empfehle ich euch eine Bio-Ananas und damit sollte es eigentlich funktionieren. Das ist ein guter Hinweis. Was Ja. das jetzt ist, weiß ich nicht. Die habe ich geschenkt bekommen, ob das jetzt Bio ist oder nicht. Ich meine, bei solchen Zierpflanzen ist Ja. es meistens nicht Bio, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Ja, trotzdem sie wird aber nicht funktioniert. bestrahlt sein. Das Ja, ist, macht das einen auf jeden Fall nicht, Riesenunterschied. weil es ja nicht zum Verzehr eigentlich Genau, gedacht eben. ist. Ja. Okay, also gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Die Pflanze selber einzupflanzen bringt gar nichts, da funktioniert nichts. Wir müssen jetzt erstmal den Fruchtkörper von dem Strunk trennen. Am besten, du schneidest den ganz knapp, ja, sogar noch ein bisschen in der Frucht würde ich es abschneiden. Schneid's einfach mal In ab, der Frucht. Also in der hier sieht Frucht. man jetzt, das ist hier noch das Blatt. Es geht ja noch ein Stück weiter runter. Sei also ungefähr hier fängt dann die Frucht an. Genau. Also hier so in der Mitte Ja, da würde ungefähr. ich, genau, da würde ich einfach mal schneiden. Muss mal durchkommen. Aua. Ist schon ein bisschen trocken, ja. Ja, die hätte ich schon ein bisschen früher abmachen müssen. Aber ein bisschen Ja, das saftig ist es ja sieht noch. schon gut aus, ja. Oh, hier sieht man sogar schon, hier, da drin gehen auch normalerweise Wurzeln durch. Das sind diese kleinen Punkte. Aber damit funktioniert es auch noch nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt sieht man hier diese kleinen Härchen oder ja, die Blätter, muss Blätter. er Die eigentlich. kann man hier ganz schön abzupfen, wie man sieht. Kerstin, macht mal am besten weiter. Und wir zupfen einfach mal ringsrum immer wieder ab. Also nicht zu tief. Das, ja, genau. Und weiter zupfen. Und hier sehe ich schon was. Da an dem Punkt,
Siehst du das, Kerstin? Dieser kleine Knubbel hier? Ah. Dieser Knubbel ist der erste Wurzelansatz. Na? Und aus dem wird später eine Wurzel werden. Du kannst ruhig noch ein paar mehr abmachen, gerade die ganzen Vertrockneten, die bringen ja eh nichts mehr. Aber darunter müssten noch mehr solche kleinen Knubbel zum Vorschein kommen. Und die gesagt, das werden unsere Wurzelansätze werden. Das sind schon mal zwei oder drei sogar? Ja, das sind schon ein paar, ja. Da ist wieder einer. Genau. So dürfte es reichen, ja, oder? So da ist reichen. Wieder einer. Im Normalfall war es das jetzt schon soweit gewesen. Es gibt aber noch ein paar Sachen zu beachten. Und zwar, das Wichtige ist, dass ihr werdet auf jeden Fall in der Zeit, wie die Wurzeln sich entwickeln, Schimmel sehen. Diesen Schimmel einfach nur wegwischen. Nicht irgendwie abkratzen oder so, ganz vorsichtig wegwischen und auch nicht dran lassen. Weil es geht jetzt eigentlich nur darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen, indem man den Schimmel einfach wegwischt und sich nicht dann eben die Möglichkeit gibt, sich groß zu verbreiten oder richtig tief in die Pflanze hineinzugehen. Das ist völlig normal. Ich hatte damals den Effekt gehabt, ich habe fast drei Monate habe ich gebraucht, bis meine Ananas damals eine Wurzel gebildet hatte. Und in der Zwischenzeit, war ich mehrfach kurz davor gewesen, die wegzuschmeißen, weil die dermaßen geschimmelt hat und weil die auch faulig gerochen hat. Und ich habe gedacht, jetzt tue ich sie weg. Und ja, am Ende war jetzt nur noch so ein kleiner grüner Ring da gewesen, was nämlich auch noch interessant ist. Ihr seht hier diese ganzen grünen Blätter. Die werden jetzt in dem Prozess immer weniger werden. Das heißt, die werden langsam welk und wenn die richtig welk sind, können die auch dann abgeschnitten werden. Und bei mir war das so gewesen, dass die sich bis komplett auf den letzten Ring nur noch grün war und der Rest war alles abgetrocknet gewesen, beziehungsweise halt mit Schimmel versehen. Also das war schon eine kleine Tortur gewesen, aber es hat funktioniert und es hat sich auch gelohnt, wie ihr gehört habt. Du hast gesagt, der Schimmel bildet sich da, den muss man immer wieder abwischen. Wo bildet der sich? Also wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, hier unten, wo die Pflanze auch im Wasser steht, oder kann das auch hier oben irgendwo anfangen? Ja. Wie war denn das bei dir? Also bei mir war es so gewesen, deswegen sollte man auch das Wasser so wenig wie möglich oder die Pflanze so wenig wie möglich mit Wasser bedecken, also nicht komplett in Wasser tauchen, sondern hier in dem Falle nur das, was jetzt hell ist, also weiß ist, dass man diesen Bereich ins Wasser stellt. Hier werdet ihr auf jeden Fall auch Schimmel haben, also es bildet sich so ein Schleimfilm oder sowas und den kann man dann auch wegwischen. Damit kann man auch verhindern, dass sich das Faulige überhaupt das bilden kann. Und wo ich auch Schimmel hatte, das war, weiß nicht, Kerstin, hier oben drin. Das heißt, in der Pflanze oben drin war ebenfalls Schimmel gewesen. Da kommt man natürlich ganz schlecht dran. Ja, genau, da mittendrin. Ja, weil wahrscheinlich ist es auch so, dass da das Wasser sich dann durchsaugt. Wie auch immer, also da war auch Schimmel dran gewesen. Den habe ich nur schlecht wegbekommen. Ganz vorsichtig halt, wenn man kommt mit einem Ohrenstäbchen oder sowas rauswischen. Sagen, mit so einem Wattestäbchen, dass man da reinpopeln kann. Genau, genau. Also damit habe ich so ein bisschen die Pflanze gestreckt. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, umso frischer die Ananas ist, umso weniger umso weniger Zeit braucht die Pflanze, um Wurzeln auszubilden oder neu auszubilden. Der Hintergrund ist wohl der, dass auch die Blätter selber noch Feuchtigkeit und jede Menge Energie haben. In dem Moment, wenn die Blätter anfangen welk zu werden, wird nämlich entzieht die Ananas den Blättern die Energie, weil sie die Energie umwandelt, um Wurzeln zu bilden. Das heißt auch mit anderen Worten, wie bei einer Winterpflanze, wenn man so sagen kann. Ne? Man kennt ja Minze diese Blumen. Minze fällt mir jetzt gerade ein, da hat man auch Tulpen. Ein Video, wo man sagte, wenn sie eintrocknet, kann man sie erst wegmachen, vorher schneidet man sie gar nicht weg, weil da ist es auch so, dass die Energie praktisch nach unten gezogen werden, in die Rhizome in dem Fall. Ja. Und dort wird quasi die Energie gespeichert, kann man sagen, damit die Pflanze im Frühjahr wieder austreiben kann. Und so ist es hier dann anscheinend auch. Die Pflanze braucht die Energie aus den Blättern, um Wurzeln zu bilden und dann geht's los. Genau. Sie treibt aus und dann wächst eine neue Ananas draus. Genau. Was, wie gesagt, wichtig ist, ist Geduld. Bei mir hat es, wie gesagt, 2,5 Monate gedauert. Ich habe aus einer relativ oder sehr frischen Frucht, das war damals, die ich dann daraus gewonnen habe, habe ich dasselbe auch nochmal gemacht. Und da hat es innerhalb von 3 Wochen waren da Wurzeln dran. Das ging dann richtig schnell. Also das macht wirklich, wie gesagt, wirklich einen Riesenunterschied. Und was halt auch noch wichtig ist, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn die Frucht vom Supermarkt kommt, dann ist die bestrahlt worden. Also wenn es keine Biofrucht ist, dann kann es sein, dass sie nicht austreibt. Ich habe
sehr viel Fehlschläge gehabt mit Supermarktfrüchten. Aus dem Biomarkt hat es funktioniert. Da hat es gleich beim ersten Anhieb geklappt. Mhm. Und also das ist vielleicht auch nochmal, wenn ihr unbedingt eine Pflanze haben wollt, dann geht in den Biomarkt und holt sie von da, weil da ist sie nicht bestrahlt worden, die Frucht. Und damit wird es da funktionieren, bin ich mir sicher. Und man weiß ja auch nicht, wie die behandelt sind, mit welchen Pflanzenschutzmitteln die behandelt werden. Weil wenn du dann aus der Frucht, da ist ja bestimmt auch noch ein Rest von diesen Mitteln drin. Mit Sicherheit. Vielleicht, wahrscheinlich. Und wenn du die dann anbaust, hast du ja bestimmt eine ganze Zeit lang danach auch immer noch Reste von diesen Mitteln drin, könnte ich mir vorstellen. Bestimmt, ja. Also auf jeden Fall ist es besser, gleich eine Biofrucht zu nehmen, dann hat man diese ganzen Gefahren gar nicht erst. Mhm. Aber im Normalfall rechnet man ja auch nicht damit, dass eine Frucht kommt, ne? Muss man auch sagen. Ja, es macht halt auch Spaß, sowas einfach mal selber zu ziehen, ein bisschen damit rum zu experimentieren und dann freut man sich, wenn man so eine eigene Pflanze gezogen hat. Mhm. Wenn ich jetzt die Pflanze hier ins Wasser stelle, ja. Das Glas ist jetzt ein bisschen ungeeignet wahrscheinlich, ne? Das ist mehr als nur ungeeignet, weil man sieht jetzt, da die Pflanze liegt unten am Boden auf. Das heißt, sie kann gar nicht richtig das Wasser saugen. Also das Glas ist viel zu groß. Das müssten wir viel kleiner wählen. Aber du hast bestimmt noch irgendwo was in deinen Schätzen. Ich habe ganz kleine Vasen. Habe ich jetzt hier als Alternative und jetzt brauchen wir sie auch. So eine kleine Vase, die sind so für einzelne Blumen gedacht. Hm. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt. Hm. Weil hier hängt jetzt ja dieser Strunk im Wasser drin und sitzt nicht mehr auf. Hm. Und ich denke, damit funktioniert es ganz gut. Und darauf achten, dass halt nur der Strunk wahrscheinlich, da wo die Wurzeln sich auch bilden können, das Weiße genau im Wasser hängt. Hm. Und damit vermeidet man dann schon mal die Schimmelbildung in dem grünen Bereich, der ja eigentlich gar nicht ins Wasser soll. Genau. Was man noch machen kann, wenn ich jetzt nicht so ein schönes Glas habe wie du, gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, das ist nur eine Idee von mir, dass man diese Blätter, die grünen Blätter, ganz vorsichtig mit ein paar Zahnstochern anpiekst und dann oben aufs Glas auflegt. Auch das ist möglich. Man kennt das ja von der Avocado, da wird es ja auch so gemacht. Aber was vielleicht auch noch eine Möglichkeit sind Eierbecher. Im Normalfall sind die Eierbecher auch relativ schmal. Also mit einem Eierbecher könnte es gut auch funktionieren. Am besten mal ein bisschen rumprobieren, das klappt schon. Und dann einfach stehen lassen und Geduld mitbringen. Wie er gesagt hat, kann viele Wochen dauern, kann nur ein paar wenige dauern. Aber mit einer guten Frucht wird es funktionieren. Richtig. Dann und nicht gleich wegwerfen. Wie gesagt, Schimmel heißt nicht gleich wegwerfen. Das ist normal. Na dann stellen wir es jetzt einfach mal ans Fensterbrett und warten einfach mal ab. Und wenn sich was tut, können wir es euch ja dann in ein paar Wochen, weiß man nicht wann, aber wieder zeigen, wie es dann weitergeht. Weil dann geht es ja auch dann langsam ans Eintopfen. Ne? Genau, richtig. Sobald die ersten Wurzeln dran sind, ab in die Erde. Andi wird mich hier auch bewachen, dass ich nicht doch sage, jetzt kommt sie weg. Sagst du, nein, das wird jetzt abgewartet. Ihr wisst es auch. Danke, Andi, für die vielen Infos. Das war echt interessant. Wenn ihr das jetzt auch gerne mal ausprobieren möchtet oder vielleicht sogar schon mal eine Pflanze selber gezogen habt, schreibt uns das doch bitte gerne unten in die Kommentare. Wird uns sehr interessieren. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, wenn es dann ans Einpflanzen geht. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin und der Andi. Viel Erfolg wünsche ich euch. Ciao. Tschüss.